Wir sind in Nordhausen, Thüringen. Hier auf der Endoskopie des Südharz-Klinikums arbeitet Schwester Annika. Sie ist eine von drei Fachschwestern in dieser Abteilung, die sich nicht gegen Corona impfen lassen möchte. Ich habe letztes Jahr einen Antikörpertest bei meiner Hausärztin durchführen lassen und ich habe nachweislich Antikörper gegen das Coronavirus. Und aufgrund der Tatsache, dass ich keinerlei Symptome hatte und die Erkrankung symptomlos, ohne dass ich etwas bemerkt habe, überstanden habe, steht das für mich nicht zur Debatte. Sich doch impfen zu lassen? Also haben Sie da mal mit Ihrer Hausärztin drüber gesprochen? Weil es gibt ja viele, die auch trotz Antikörper sich impfen lassen. Nein, das ist für mich auch keine Option. Dann lieber den Beruf aufgeben, oder? Ja, dann werde ich den Weg gehen müssen und meinen Beruf verlassen müssen. Mit ihr ist fast die Hälfte der Station ungeimpft. Hier werden dringende Diagnosen erstellt. Nachtschichten könnten mit der Impfpflicht nicht mehr besetzt, Notfälle so nicht untersucht werden. Das bereitet dem medizinischen Leiter der Klinik große Sorgen. Wir haben eine Lücke in der Notfallversorgung, die sich dort auftut. Das heißt, es können im schlimmsten Fall auch Leute sterben? Im schlimmsten Fall wäre auch das, ja. Und das ist einfach was uns wichtig ist, auch deutlich zu machen, dass wir brauchen diese Leute. Die Schwestern hier haben eine zusätzliche zweijährige Fachausbildung, können also nicht von anderen Kolleginnen ersetzt werden. Für die geimpften Mitarbeiterinnen hier würde der Verlust der Ungeimpften deutliche Mehrarbeit bedeuten. Das ist sehr schlimm, sehr schade für uns, weil wenn nur noch 4 Mitarbeiter übrig bleiben von 7, können das 4 Mitarbeiter nicht stemmen. Man kann nicht die ganzen Dienste, diese ganzen Untersuchungen schaffen, das geht gar nicht. Können Sie das vor dem Hintergrund verstehen, dass die Kolleginnen dann sich nicht impfen lassen wollen? Ich kann es sehr gut verstehen. Ich habe aber meine eigene Ansicht, dass ich mich habe impfen lassen. Ich habe einen Diabetes und deswegen habe ich mich impfen lassen. Den Nachweis für die Impfpflicht erfüllt, wer geimpft oder genesen ist oder ein Attest gegen die Impfung hat. 87% des Personals insgesamt sind das hier am Klinikum. Auch für das nichtmedizinische Personal wird die Impfpflicht gelten. Das sind hier immerhin die Hälfte der Beschäftigten. Rund 100 Angestellte erfüllen den Nachweis für die Impfpflicht nicht. Auch diese Menschen lassen sich nicht so schnell ersetzen. Letztlich hoffen wir auf eine Ausnahme, dass wir zumindest die Grundversorgung aufrechterhalten können und werden immer wieder von neuen Reglementierungen überrascht. Siehe, dass der Genesenenstatus geändert worden ist auf nur noch 90 Tage anstelle von 180. Die Verkürzung des Genesenenstatus machte auch für den Pflegedienst Kühn im sächsischen Bad Lausick die Situation von heute auf morgen schwieriger. In Ordnung. Zieh mir die Strümpfe an. Ja, mach mal. 2 Kolleginnen von Nicole Haag sind von diesem verkürzten Status betroffen. Schon jetzt hat die kommende Impfpflicht Auswirkungen auf Pflegebedürftige hier. Wir bekommen täglich Anrufe, die möchten, dass ihre Angehörigen gepflegt werden. Und aktuell können wir niemanden annehmen, weil wir einfach nicht wissen, wohin die Reise geht. Stand jetzt erfüllen 88% der Mitarbeiter dieses Pflegedienstes einen Nachweis für die Impfpflicht. 2 Pflegerinnen werden sich wohl noch impfen lassen. Eine wird den Nachweis bis März sicher nicht erfüllen. Wir müssen, wenn es so im schlimmsten Fall dazu kommt, die Versorgungsverträge kündigen. Und das müssten wir natürlich jetzt bald machen, damit derjenige eventuell noch eine Chance hat, in irgendeinem anderen Pflegedienst Hilfe zu bekommen. Was natürlich schwierig sein wird. Ja, das zehrt an den Nerven. Etwa 10 Pflegebedürftige wären von einer Kündigung durch den Wegfall einer Pflegerin betroffen. Hallo. Hallo, können Sie alle rein? Ja, danke schön. Hallo. Hallo. Peter Lohse und seine Frau Christel werden 2-mal täglich vom Pflegedienst versorgt. Die Impfpflicht im Gesundheitswesen macht ihnen Sorge. Denn beide brauchen Unterstützung. Ich habe den Eindruck, man fällt jetzt zu schnell in Aktionismus. Und ob das die Lösung ist? Sie müssen sich anderweitig Hilfe organisieren, aus der Familie wahrscheinlich. Tja, aus der Familie geht nicht, die Familie 1000 Kilometer weg von hier. Es geht auch nicht anders. Also
Wir sind schon darauf angewiesen. Den Pflegekassen liegen noch keine Kündigungen von Versorgungsverträgen Pflegebedürftiger vor, aber Meldungen, dass es zu Engpässen kommen kann. Diese drei möglichen Szenarien stehen im Raum, um die Versorgung von Pflegebedürftigen sicherzustellen. Der Einsatz von Bundeswehr und Personal des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung. Auszahlung des Pflegegeldes für 3 Monate, um die Pflege selbst zu organisieren. Änderung des Pflegeplans. Nicole Haag hofft auf eine Ausnahme durch das zuständige Gesundheitsamt, hat Angst, diese eine ungeimpfte Kollegin zu verlieren. Wer einmal weg ist, der kommt wahrscheinlich nicht wieder. Und es ist tatsächlich so, dass wenn uns eine Pflegekraft fehlt oder wenn eine Pflegekraft geht, dann dauert das mindestens ein Jahr, bis die Stelle wieder neu besetzt ist. Das zuständige Gesundheitsamt in Borna wartet noch auf Einzelheiten durch die Landesregierung. Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Bärbel Hartmann, kann zur genauen Umsetzung der Impfpflicht derzeit nichts sagen, gibt für den 16. März aber erstmal Entwarnung. Die Meldepflicht beginnt ja erst am 15. März. Und bis wir alles umgesetzt haben, die Personen noch mal gehört haben, das eruiert haben. Und natürlich müssen wir auch analysieren, welche Gefährdung der Absicherung der Pflege und Betreuung steckt dann dahinter, hinter unseren Maßnahmen. Es wird nicht so sein, dass am 16. März jetzt sofort Tätigkeitsverbote oder Betretungsverbote ausgesprochen werden. Im Gesetz steht, bis 15.03. müssen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber einen Nachweis zur Erfüllung der Impfpflicht vorlegen. Die Arbeitgeber müssen alle Mitarbeiter, die keinen Nachweis bringen, ans Gesundheitsamt melden. Liegen die Nachweise nicht vor, kann das Amt ein Tätigkeitsverbot verhängen. Was bedeutet das kann konkret? Wir fragen bei der Arbeitsrechtlerin Professor Katja Nebe nach. Da steht nicht muss, da steht kann. Und immer wenn dieser Spielraum vom Gesetzgeber eingeräumt ist, muss das Amt, muss die Behörde in jedem Einzelfall prüfen, ist das hier angemessen und verhältnismäßig auch im engeren Sinne. Infektionsschutz ist das eine, aber die Versorgung, die ja fortlaufen muss, ist ja genauso hoheitliche Aufgabe und muss gewährleistet werden, ist ja genauso verfassungsrechtlich geschützt. Die Gesundheitsministerien der Länder fordern noch Zeit zur Umsetzung der Impfpflicht und genauere Vorgaben vom Bund. Auf unsere Nachfrage betont das Bundesgesundheitsministerium, dass sich der Start dieser Impfpflicht nicht verzögern dürfe. Umgesetzt wird die Impfpflicht von den Ländern. Dabei spielt natürlich auch der Aspekt eine Rolle, ob in einer Übergangszeit Personalengpässe vermieden werden können. Gute Stimmung im Pflegeheim Fuhneau in Gröbzig, Sachsen-Anhalt. Aber auch hier treibt das Thema berufsbezogene Impfpflicht die Chefin Annette Rabe um. Dabei sieht es bei ihr im Unternehmen gut aus. 95% ihres Personals haben einen Nachweis. Ihr geht es ums Prinzip. Also ich bin dafür, entweder alle impfen oder keiner. Weil man hat so vom Gefühl her, dass die Pflege das jetzt ausbaden soll, wenn welche sich nicht impfen lassen wollen, dass wenigstens die noch am Laufen bleiben. Und was hilft uns das alles, wenn wir uns hier aufstellen und zum Beispiel die Bewohner nicht geimpft werden, weil die Angehörigen das nicht möchten, die Vollmachten haben. Auch 5% ihrer Beschäftigten wären ein großer Verlust für Annette Rabe. Doch eine Ausnahmegenehmigung würde sie nicht beantragen. Das ist ganz unfair gegenüber all den Mitarbeitern, die sich an alles halten, die sich haben impfen lassen, die dafür sorgen, dass hier der Laden läuft. Ich glaube, ich würde es nicht tun, weil das ist, wenn das Schule macht, dann braucht es diese Impfpflicht nicht geben. Das finde ich ganz furchtbar. Was soll denn das? Also, da kriege ich Puls. Zurück in Nordhausen. Hier können sich seit über einem Jahr alle Mitarbeiter direkt im Klinikum impfen lassen. Heute erhält Arle Zorn ihre Impfung. Ich arbeite als Servicekraft auf der Covid-Station und ich weiß, was passiert oder was passieren kann, wenn man nicht geimpft ist. Auf der Covid-Station sind übrigens 100% der Mitarbeiter geimpft oder genesen. Die Hälfte der Ungeimpften hier wartet auf den neuen Impfstoff Novavax. Doch der soll erst Ende Februar kommen. Zu spät, um einen vollständigen Schutz bis Mitte März zu erreichen.